Ringen um Einigkeit. NATO, G7 und EU bemühen sich in Brüssel um Geschlossenheit gegen Russland. Beim Thema Gas- und Ölboykott gehen die Meinungen aber offenbar auseinander. Bis Putins Tod, so lange wird der Krieg in der Ukraine weitergehen, sagt der bekannteste ukrainische Schriftsteller Andrei Kurkow auf Lesetour in Wien. Debatte um Quarantäne, um die Spitäler zu entlasten, hat der Gesundheitsminister die Absonderungsdauer verkürzt, was heftige Kritik auslöst. Dazu Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der MedUni Wien. Vor genau einem Monat hat der russische Angriffskrieg in der Ukraine begonnen, was auch zur Folge hat, dass der Westen jetzt enger zusammenrückt. Schönen Abend, willkommen bei der ZIP Nacht. NATO, EU und G7 haben heute in Brüssel beraten, wie es gemeinsam gegen Russland weiter vorgehen will. Mit dabei war erstmals auch US-Präsident Biden, der die Strafmaßnahmen gegen Russland verschärfen will und hofft, dass da auch die EU mitzieht. Stichwort keine Öl- und Gaslieferungen aus Russland mehr. Doch da ist es mit der Einigkeit dann schon nicht mehr ganz so gegeben, berichtet Alexandra Mercy. Auch Joe Biden ist zum Dreiergipfel nach Brüssel gereist. Es wird Einigkeit demonstriert und Geschlossenheit gegenüber Russland. Ansonsten hat der US-Präsident noch Sanktionen im Gepäck gegen Mitglieder der russischen Elite und Rüstungsunternehmen in Russland. Uneinig ist man sich beim Boykott von russischem Öl und Gas. Österreich und Deutschland sind dagegen. Polen, Lettland und Finnland dafür. Solange wir Energie aus Russland kaufen, finanzieren wir den Krieg, sagt die finnische Premierministerin. Die Ukrainer brauchen keine schönen Worte, sie brauchen Verteidigungswaffen und Sanktionen, so der polnische Ministerpräsident Morawiecki. Doch die Bitte von Präsident Zelensky, Panzer in die Ukraine zu schicken, bleibt in Brüssel ungehört. Zu groß sei die Gefahr, in den Krieg hineingezogen zu werden, so NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Es bleibt bei Warnungen an Präsident Putin. Auf einen Einsatz chemischer Waffen werde man eine angemessene Antwort finden, so Joe Biden. Die Menschen in der Ukraine suchen vergeblich nach Antworten, wie hier in Charkiw, das den ganzen Tag über beschossen wurde. Sicher ist, so dieser Bewohner in Kiew, die Stimmung ist gut und sie wird gut bleiben bis zum letzten Tag, dem Tag unseres Sieges. Einer, der sich nicht scheut, mit der russischen Politik hart ins Gericht zu gehen, ist der ukrainische Autor Andrei Kurkow. Seine Bücher, die vom Konflikt in der Ukraine erzählen, schreibt er auf Russisch. In Russland sind diese seit langem verboten. Derzeit ist Kurkow auf Lesetour in Wien. Imogena Dudara hat ihn getroffen. Nach 4 Wochen Krieg ist einer der erfolgreichsten Autoren der Ukraine, Andrei Kurkow, nach Wien gekommen, um von der Lage in seiner Heimat zu berichten. Kiew hat der Autor längst verlassen. Mit seiner Familie lebt er nun in der Westukraine, aber auch dort werden die Angriffe massiver. Wir haben manchmal 4-5 Mal Sirenen pro Nacht und 5-7 Mal pro Tag. Ich will nicht die Ukraine zu verlassen und auch meine Familie, meine Frau und Kinder sind britische Staatsbürger und sie wollen nicht die Ukraine zu verlassen. Weil die Ukraine zu verlassen, das ist zu zeigen, dass du vertraust nicht, dass die Ukraine wird sich verteidigen. Seit Jahren warnt der Autor nicht nur in seinen Büchern vor der aggressiven Ukraine-Politik des russischen Präsidenten. Wir haben jetzt sowjetische Reaktion, sowjetischer Hass von Russland gegen Westen, gegen USA, gegen Europa. Nach 20 Jahren der Versuche von Putin eigentlich Europa zu spalten. Hilfe von außen in Form von Spenden sei für seine Heimat nun von äußerster Dringlichkeit. Darum sei er auch direkt aus der Ukraine nach Wien gekommen. Die Kritik an den neuen Corona-Regeln hat nicht lange auf sich warten lassen. Um die Spitäler und den Pflegebereich zu entlasten, hat der Gesundheitsminister gestern die Quarantäneregeln gelockert. Doch das wird nun heftig diskutiert. So heißt es etwa aus Wien, dass infiziertes medizinisches Personal, auch wenn es symptomfrei ist, sicher nicht in den Spitälern arbeiten werde, wie Gernot Rohrhofer berichtet. Der Gesundheitsminister will mit den neuen Quarantäneregeln die Sorgen in den Spitälern und Pflegeheimen lindern. Dort fehlt es immer mehr an Personal. Doch wenn es darum geht, infizierte, wenn auch symptomlose Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzusetzen, ist man zurückhaltend. Ich sehe hier die Gefahr, dass wir ganz schnell in Haftungsfragen kommen, wenn eine Kundin erkrankt. Hier braucht es noch mehr Klarheit seitens der Bundesregierung.
Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker will infiziertes medizinisches Personal unter keinen Umständen arbeiten lassen. Auch in Graz oder Linz ist man vorsichtig. Ebenso Kritik gibt es daran, dass die Regeln in den Schulen vorerst unverändert bleiben. Am Sitzplatz ist also keine Maske notwendig. In der Schule lautet offensichtlich das Konzept immer noch: Setzt euch zusammen, dann könnt ihr euch auch anstecken, weil ihr keine Maske tragt. Dann testen wir euch und dann holen wir euch zu Tausenden aus der Schule heraus. Doch trotz der Kritik, der Bildungsminister will die bestehenden Regeln bis zu den Osterferien beibehalten. Da gibt es also viel Diskussionsbedarf rund um die neuen Corona-Maßnahmen. Und dazu begrüße ich jetzt den Umweltmediziner der MedUni Wien, Hans-Peter Hutter. Schönen Abend, danke für den späten Besuch. Sehr gerne. Ja, das fängt ja schon wieder gut an mit den neuen Corona-Regeln. Wien und das Burgenland, die weigern sich, Infizierte früher sozusagen wieder in die Arbeit zu lassen. Andere Bundesländer sind da etwas gelassener, weil es eben einen enormen Personalbedarf in den Spitälern und im Pflegebereich gibt. Welches Argument wirkt denn für Sie hier schlagkräftiger? Ja, das erste Argument ist, dass wir uns da echt was eingebrockt haben, das nämlich auch vermeidbar war. Jetzt stehen wir vor einer Frage, einer Abwägung, nämlich das Risiko einer Verbreitung durch infektiöse Personen versus schwere Folgen aufgrund eines Engpasses, was auch eben sehr problematisch sein kann. Letztlich gibt es ja sehr viele Fragen, vor allem, was bedeutet eigentlich symptomlos? Und letztlich, wenn man überhaupt an so etwas denkt, kann es nur so sein, dass es dann am fünften Tag ein Testen gibt, wo man dann noch irgendein objektives Maß hat für eine Symptomlosigkeit. Aber so wie es jetzt ausschaut, kann ich mir das sehr schwer vorstellen. Und noch einmal, wir hätten uns das leider ersparen können. Das heißt, jetzt ist Schadensbegrenzung angesagt, weil einfach im Vorfeld zu viel verabsäumt wurde. Richtig. Der Gesundheitsminister selbst hat jetzt Fehler eingeräumt mit der großen Lockerung am 5. März und rechtfertigt damit auch die Maskenpflicht in Innenräumen, die jetzt wieder kommt. Aber kommt die nicht zu spät angesichts der steigenden Zahlen auch in den Spitälern? Ja, es war ja schon ganz klar, wie Anfang Februar eben verlautet worden ist, dass am 5. März das praktisch alles okay ist und wir überhaupt nichts mehr machen müssen. Das war damals schon abzusehen und von daher ist dieses Auf und Ab genau das, was wir nicht brauchen, nämlich dass man Maßnahmen wegnimmt und zwei Wochen später dann wieder einführt. Das schafft Verwirrung, das schädigt auch die Glaubwürdigkeit einer Politik und das ist dann mittelfristig auch für den Herbst nicht wirklich ein gutes Vorzeichen. Was das Masketragen angeht, da gibt es auch Diskussionen in den Schulen. Bildungsminister Bolaschek ist da relativ entspannt. Die Schülerinnen und Schüler dürfen ohne Maske auf ihrem Sitzplatz sitzen. Andere finden das zu locker. Wie sehen Sie das? Also auch das kann ich nicht ganz verstehen, denn locker kann man die Situation ja wohl nicht betrachten, wenn man in die Spitäler schaut, abgesehen einmal von Patienten und Patientinnen, die immer mehr werden. Auch das Personal ist überfordert und letztlich, wenn man sagt, bis Ostern bleibt das so wie gehabt, na gut, ich meine, jetzt werden wir dann irgendwann einmal sinkende Fallzahlen haben. Gehandelt werden muss jetzt und ich denke, angesichts der, würde ich einmal sagen, der schon angespannten Lage braucht es jetzt eine Handlung und da ist auch die Maske oder braucht es keine FFP2-Maske. Ein einfacher Mund-Nasen-Schutz in den Schulen wäre sicherlich auch ein Mittel der Wahl. Auch am Sitzplatz? Auch am Sitzplatz. Nicht zuletzt, also ich meine, es gibt auch verschiedene Zwischenstufen, auch dass man jetzt, wenn dann ein positiver Fall auftaucht, dass man dann zumindest einen Mund-Nasen-Schutz heranzieht. Aber dass man gar nichts macht, das sehe ich jetzt wirklich nicht als wirklich clever und gute Idee. Nächste ungelöste Baustelle ist ja auch die Limitierung der Corona-Tests. Künftig soll es ja nur mehr 5 Antigen- bzw. PCR-Gratistests geben pro Person pro Monat. Ist da die Regierung gut beraten, so knausrig zu sein? Naja, besser als nichts. Frau Wasserthal, Sie wissen doch so gut wie ich, dass auch einmal diskutiert worden ist, dass man überhaupt die Tests eigentlich auflässt. Und von daher sind 5 Tests Antigen und 5 PCRs noch immer besser. Aber Achtung, erstens. Jetzt im Moment ist das Contact Tracing in sich zusammengebrochen. Das Impfen ist praktisch auf Nullpunkt. Und letztendlich ist das Testen das Einzige, die einzige Säule, die jetzt noch hilft, die Epidemie in irgendeiner Weise zu kontrollieren und rechtzeitige Personen auch aus diesen Infektionsketten rauszunehmen. Also noch einmal, besser als nichts. Ob es dann ausreicht, wird man sehen. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss, was auffällt in der Pandemie, ist, dass die Politik das eine sagt, Experten, Expertinnen was anderes und was dann herauskommt, ist oft für die Bevölkerung nicht mehr nachvollziehbar. Gibt es da vielleicht eine bessere Lösung?
Also es war ganz klar, dass man, wenn es eine Gruppen gibt von Medizinern und anderen Kolleginnen und Kollegen, die hier beratend sind und Empfehlungen abgeben, dass das ganz klar getrennt sein muss. Diese Frage wird medizinisch so beantwortet und dann wird eben die Politik gesellschaftspolitisch eben agieren und dann fließt im Interessen ein. Das heißt, das, was empfohlen wird seitens jetzt Medizin, muss überhaupt nicht gleich sein, was denn die Politik macht. Ganz ehrlich, das kenne ich aus der Umwelt zigfach, egal ob es um Schadstoffe geht und um Richtwerte, die liegen auch weit drunter oder dem, was wir gesetzlich kennen. Aber für die Bevölkerung muss es ganz glasklar sein, was die Politik hier auch dann noch nachjustiert und warum sie das tut. Nicht, dass das alles in einem Mischmasch ist und sich dann letztendlich auch keiner mehr auskennt, weil man sagt, ihr Mediziner sagt dies und jenes, schaut's an, die Fallzahlen steigen und auf einmal haben wir überhaupt keine Maßnahmen mehr. Wie ist das noch zu vertreten? Auch das hätten wir uns ersparen können. Herr Hutter, ich danke vielmals für Ihre Einschätzungen und noch einen schönen Abend. Auch Ihnen. Danke. Hilfreich im Kampf gegen die Pandemie ist das wärmere Wetter und das sorgt auch für ein ganz besonderes Naturereignis, die Marillenblüte in der Wachau. Sie lockt ja jedes Jahr tausende Besucherinnen und Besucher an. Und jetzt ist es wieder soweit. Die ersten Bäume haben bereits ihre Knospen geöffnet. Die Vollblüte wird für das kommende Wochenende erwartet. Das Naturschauspiel beginnt meist bei Krems und breitet sich dann flussaufwärts entlang der Donau aus. Bis zu 2 Wochen lang erstrahlen die Marillenbäume dann in der Vollblüte. Und dazu passend auch das Wetter. Viel Sonnenschein erwartet uns auch morgen wieder. Allerdings ist es nicht ganz ungetrübt. Quellwolken entstehen und können am Nachmittag über den Bergen vereinzelt einen kurzen Schauer bringen. Es bleibt aber mild, auch am Wochenende. Die Höchstwerte liegen am Sonntag verbreitet um 20 Grad bei jeder Menge Sonnenschein. Ja, weniger gut ist es heute Abend gelaufen. Österreich hat gegen Wales leider nicht geschafft. Die Highlights des heutigen Spieltages jetzt gleich in ORF 1. In Kürze meldet sich Rainer Pariasek. Von uns allen noch eine schöne gute Nacht.